Hand aufs Herz, wer kennt die Marke Maxus? Noch nicht so viele, sollte man aber kennen. Maxus gehört zum chinesischen SAIC-Konzern, von denen zum Beispiel auch MG kommt. Und Maxus vermarktet seit Jahren in Europa Transporter im Sprinter-Stil. Und diese Autos gibt es mit Verbrennungsmotoren und jetzt auch mit Elektromotoren. Da ist Maxus ziemlich gut unterwegs und ziemlich erfolgreich. Jetzt will Maxus auch den privaten Endkunden oder den Limousinenkunden ansprechen mit dem MIFA 9. Der MIFA 9 ist eine Großraum-Van-Limousine im US-Stil. Er ist 5,27 Meter lang, 2 Meter breit, 1,84 Meter hoch. Ich habe ihn zu Hause neben einem VW T6 geparkt und da kann man sehen, wie groß das Auto wirklich ist. Es gibt ein paar YouTube-Videos, die das Auto wegen seiner Komfort- und Luxus-Feature ziemlich enthusiastisch feiern. Wir als E-Fahrer haben aber gesagt, wir nehmen den richtig in die Mangel, testen den 2 Wochen nach unseren harten Kriterien und da haben wir doch ein paar Haken gefunden. Und die schauen wir uns jetzt ganz genau an. Das coolste Feature am MIFA 9 verbirgt sich hinter dieser Tür und da schauen wir jetzt mal rein. In der zweiten Reihe gibt es richtige Business-Class-Sessel, die mit einer Wadenstütze, mit einer sehr langen Auflage hier, mit einer Fußstütze, die fast flach legbar sind, also einen Komfort bieten wie ein Business-Class-Sitz im Flugzeug. Dazu gibt es Sitzheizung, Sitzbelüftung, eine Massagefunktion. Das ist schon ziemlich cool, was hier hinten geboten wird und zeigt auch, was der Fokus bei diesem Auto ist. Es geht um die Passagiere, die hier mitfahren können. Allerdings, und das sei schon auch angemerkt, bei aufrechter Sitzposition ist die Kopffreiheit jetzt gar nicht so überzeugend. Gut, das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau. Selbst ich kann hier aufrecht sitzen, aber in einem VW T6 zum Beispiel hat man dann doch noch mal eine ganze Ecke mehr Kopffreiheit. Ganz hinten sieht es ein bisschen anders aus. Das fängt schon damit an, dass der Zugang ausschließlich hier zwischen den beiden Mittelsitzen durchgeht. Man kann diese Komfortsitze hier nicht aus dem Weg räumen, um auf eine andere Art und Weise hinten reinzukommen. Und wenn ich hier durchkletter, dann sieht man schon, das großzügige Platzangebot ist hier nicht mehr so vorhanden. Es ist kein Zufall, dass die meisten 7-Sitzer in der Mitte auf die Dreiersitzbank setzen und hinten 2 Sitze haben. Diese Dreiersitzbank ganz hinten hier sitzt zwischen den Rathäusern und ist deswegen auch in der Breite deutlich eingeschränkt. Zudem habe ich hier wirklich zu wenig Kopffreiheit. Das ist für Kinder gut geeignet oder für kleiner gewachsene Erwachsene. Aber eine richtige 7-Erwachsene Reise-Van-Limousine ist der MIFA 9 damit eigentlich nicht. Jetzt wird's hart. Wer sich für das Auto interessiert, um mit einer Großfamilie oder mit vielen Erwachsenen unterwegs zu sein, der wird sich sehr genau dafür interessieren, was hier hinten unterm Deckel ist. Bei 5,27 Meter Länge erwartet man ja ein bisschen was. Wir haben jetzt die Sitze so eingestellt, dass 7 Erwachsene drin sitzen könnten. Und dann bleibt dieser Kofferraum hier. Das sind 155 Liter. Ich würde sagen, selbst wenn hinten nur Kinder sitzen und die Sitzbank ein bisschen weiter nach vorne geschoben wird, für 7 Personen ist es einfach nicht genug Raum. Bei den klassischen Großraum-Vans wie der Mercedes V-Klasse oder dem Bulli von VW hat man super flexible Sitzlayouts. Da kann man zum Beispiel Sitze ausbauen, Sitzbänke ausbauen, um sehr viel Ladevolumen zu bekommen. Das hier ist das, was beim Maxus MIFA 9 maximal möglich ist. Ich habe die Rücksitzbank umgelegt und ganz nach vorne geschoben. Die Rücksitzbank lässt sich aber nicht ausbauen. Das ist nicht vorgesehen und das Ding nimmt hier, ich würde sagen, 300 bis 400 Liter Volumen weg und macht es sehr schwer, größere Dinge wie zum Beispiel mal einen Kühlschrank oder ein Herd zu transportieren. Dafür ist der MIFA 9 einfach nicht gemacht. Der MIFA 9 hat kein Navigationssystem. Das ist für ein Auto dieser Preisklasse ziemlich mutig, würde ich sagen, so eine Lücke. Zumal für ein Elektroauto, wo man ja mal darauf angewiesen sein könnte,
eine Ladestation zu finden, um das Auto wieder aufzuladen. Stattdessen gibt es hier Apple CarPlay. Das funktioniert sehr wackelig, kann ich aus dem Test sagen. Und zusätzlich eine Software namens QD-Link, zu der man eine entsprechende App auf dem Handy installiert. Wenn man diese App startet, dann erscheinen Navigations-Apps auf dem Bildschirm und ich kann zum Beispiel Google Maps auswählen. Google Maps tippe ich an und ich benutze es so, als würde ich direkt auf dem Handy arbeiten. Das ist eine gute Sache. Der Haken bei der Sache, sobald ich auf D schalte, um loszufahren, geht der Bildschirm aus und ich bekomme diese Warnmeldung hier. Ich kann es in Fahrt nicht benutzen, es ist also sinnlos. Bei Apple CarPlay kann man Apple Maps durchaus benutzen, aber wie schon gesagt, im Test haben wir festgestellt, dass es sehr wackelig funktioniert und die Verbindung oft einfach nicht zustande kommt. Das ist nicht gut. Chinesische Autos haben oft sehr strenge Überwachungssysteme und sehr strenge Assistenzsysteme, die einen zu einer guten und regelkonformen Fahrweise erziehen sollen. So ist es auch beim MIFA 9, aber Maxus hat es dabei ein bisschen übertrieben. Es fängt schon an zu piepsen. Der Spurassistent piepst, wenn ich nur in die Nähe von der gestrichelten Mittellinie komme. Und das lässt sich zwar abschalten, aber bei jedem Neustart ist es wieder an. Das nervt. Dazu kommt ein Geschwindigkeitswarner, der mich nicht warnt, wenn ich zu schnell fahre, sondern wenn der Tempomat zu schnell eingestellt ist. So jetzt zum Beispiel, ich bin gar nicht zu schnell gefahren. Ich habe das beim Testen zum Beispiel an der Stelle gehabt, wo Tempo 80 bei Nässe gilt und bei trockener Straße geht das Auto trotzdem davon aus, dass man nur 80 fahren darf. Dann geht das Gepiepse los. Selbst wenn ich den Tempomat dann auf die vorgegebene Geschwindigkeit herunterschalte, hört das Piepsen nicht auf. Ich muss auf die Bremse steigen, um den Tempomat auszuschalten und ihn dann neu wieder einzuschalten. So taugt es einfach nicht richtig. Für den Spurassistenten liegt jetzt nahe, einfach den Lenkassistenten anzumachen, der das Auto von selber in der Linie hält, bei der es nicht piepst. Leider funktioniert dieser Lenkassistent nicht so wirklich zuverlässig. Auf der Autobahn geht es einigermaßen, aber auf Landstraßen oder auch, wenn man über Kreuzungen fährt mit Abbiegespuren, dann kann das auch mal richtig schief gehen. Und ich habe das einmal eingefangen, wie das Auto in einer Kreuzungssituation plötzlich in den Gegenverkehr lenkt. Und mit dieser Qualität hat es auf der Straße meiner Meinung nach nichts zu suchen. Ein Kuriosum in der Ausstattungsliste des MIFA 9 fällt uns hier beim Test im ausgehenden Winter besonders auf. Und das ist die Tatsache, dass Sitzheizungen hier auf den beiden vorderen Sitzen nur in der maximalen Ausstattungslinie Premium zur Verfügung stehen, die 14.000 Euro Aufpreis kostet. Das Auto liegt dann bei deutlich über 80.000 Euro. Das ist für ein Elektroauto nicht wirklich verständlich und ich finde auch nicht akzeptabel. Dazu kommt, dass die Raumheizung theoretisch mit 4-Zonen-Einstellung und Klimatronik eigentlich Luxusvoraussetzungen erfüllt. In der Praxis werden die Temperaturwerte, die man einstellt, aber irgendwie nicht so richtig erreicht. Ich hatte tatsächlich den Gedanken, dass die Heizung kaputt sein könnte, aber wenn es außen richtig kalt wird, dann dreht die Heizung auch auf. Dann wird schon der Innenraum aufgewärmt, aber bei Temperaturen wie jetzt gerade so 10 Grad Außentemperatur heizt dieses Auto eigentlich nicht. Ganz wichtiger Punkt bei Elektroautos ist natürlich die Reichweite und das interessiert uns gerade auch bei so einem Auto. Bei der Größe, 2,5 Tonnen Gewicht, kann man nicht erwarten, dass er da einen neuen Verbrauchsrekord aufstellt und das tut der Maxus MIFA 9 auch nicht. Bei unserer Verbrauchsrunde war es relativ kalt, ungefähr 2 Grad und wir haben auf 186 Kilometern, so lang ist diese Runde, 75 Kilowattstunden Strom verbraucht. Das sind 41 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wir ziehen dafür Heizleistung ab. In dem Fall würde ich großzügig 3 Kilowatt abziehen, weil das Auto sehr groß ist. Allerdings hat die Heizung auch bei der Runde nicht so richtig funktioniert. Dann bleiben immer noch 38 Kilowattstunden. Und das bedeutet, dass wir mit dem 90 Kilowattstunden großen Akku bei Tempo 130 zwischen 240 und 250 Kilometer weit kommt. Das ist arg wenig
und wird von einem ID. Buzz, zumal mit dem großen Akku im langen neuen ID. Buzz, deutlich übertroffen. Und auch der Mercedes EQV kommt nahe an die 300 Kilometer heran bei der Autobahnreichweite. Das schafft der MIFA 9 so nicht. Den Rückstand bei der Reichweite kann der MIFA 9 auch an der Ladesäule nicht aufholen, vor allem im Vergleich zum ID. Buzz. Der lädt nämlich mit fast 200 Kilowatt Ladeleistung, wenn man den großen Akku verbaut hat. Und der MIFA 9 hier zeigt in unserem Test maximal 95 Kilowatt. Diese Ladeleistung wird zwar relativ lang konstant gehalten, trotzdem dauert es fast eine Dreiviertelstunde, um von 10% auf 80% aufzuladen. Also da fällt der MIFA 9 weit hinter den ID. Buzz zurück. Der MIFA 9 wiegt 2,5 Tonnen und hat eine Leistung von 180 Kilowatt, 245 PS. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an, weil das aber Frontantrieb ist, ist das mit der Traktion so eine Sache. Das haben wir bei vielen Autos gehabt. Mit einer ordentlichen Traktionskontrolle ist das kein Problem. Aber ob man das ordentliche Traktionskontrolle nennen will, was im Maxus verbaut ist, das sei mal dahingestellt. Ich führe mal vor, was hier auf trockener Straße beim Linksabbiegen passiert, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Man merkt eigentlich kaum einen Regeleingriff. Es dauert fast eine Sekunde, würde ich sagen, bis die Traktionskontrolle greift und die Leistung runterregelt. Die meisten aktuellen modernen Autos aus europäischer Produktion oder auch aus asiatischer Produktion haben an der Stelle schon mehrere hundert Regeleingriffe gemacht, weil das im Millisekundentakt gehen sollte und nicht so. Kommen wir zum Fazit. Wer den Maxus MIFA 9 kauft, um damit selber zu fahren, der macht sehr wahrscheinlich schon mal den ganz großen Fehler. Das Auto ist einfach vollkommen konsequent und komplett von den beiden Komfortsitzen in der zweiten Reihe ausgedacht. Alles andere davor und dahinter war den Entwicklern unwichtiger und fällt deutlich ab. Das Auto ist damit geeignet für Chauffeursdienste, für Shuttle-Dienste zwischen Hotels und Flughäfen zum Beispiel. Dafür kann man das gut brauchen. Trotzdem ist man vor dem Kauf sehr gut beraten, sich die Assistenzsysteme bei einer ausführlichen Probefahrt mal anzuschauen, weil das Generve und Gepiepse lässt sich einfach nicht endgültig abstellen. Das Auto wirkt mit seiner Machart auf dem deutschen Markt konkurrenzlos. Sowas gibt es sonst eigentlich nicht. Aber wenn man sich die Qualitäten anschaut und den MIFA 9 zum Beispiel mit dem EQV von Mercedes oder mit dem neuen ID. Buzz mit dem langen Radstand und 7 Sitzplätzen vergleicht, dann stellt man fest, die können praktisch alles besser und die sind nicht mal teurer. 76.000 Euro kostet das Auto in der Ausstattung, wie wir es hier haben. Und wenn man die Sitzheizung vorne haben will, dann sind es 85.000 Euro. Viel zu viel Geld für diese Qualität. Thank you.